Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Transport Fever 2 auf unserer heutigen Baustelle. Und zwar ist hier unsere Baumaterialienfabrik die Baustelle, die wir heute in Angriff nehmen. Und da werden wir dafür sorgen, dass die Züge hier vorher ausgefädelt werden und dann von hinten in die Fabrik einfahren können, so dass wir dann vorwärts nur noch ausfahren brauchen. Abkreuzen können wir ruhig. Wir haben hier nur 4 Personenzüge, die hier verkehren, teilweise sogar noch eingleisig, wie ich hier gerade sehe. Aber das ist nicht wild hier mit Eingleisigkeit, weil wir hier einen Kopfbahnhof haben. Dadurch können wir die Strecke, die können wir so lassen. Und dann können wir ruhig abkreuzen. Also, wir fädeln hier unseren Steinverkehr mal aus. Müssen aber dazu auch unseren Bahnhof erstmal ein bisschen modifizieren. Das heißt, wir pausieren das Spiel mal kurz und dann gucken wir, was wir hier modifizieren können überhaupt. Ja, also wir müssen als erstmal dieses Gebäude da abreißen. Und dann müssen wir gucken, dass wir mit den Gleisen hier rauskommen. Und dann gucken wir nochmal, ob wir da ein passendes Gebäude für haben, welches wir da hinkriegen, sodass wir weiterhin die Waren anliefern können. Und das passt doch hier so ganz gut hin. So, dann können wir, um das Ganze noch ein bisschen interessanter zu gestalten, können wir hier vielleicht nochmal so eine Lagerhalle hinbauen, damit wir mehr Güter dann dort anliefern lassen können. Das ist fast schon ein bisschen too much hier. Aber machen wir mal. Und dann sollte das soweit erstmal funktionieren. Also, die erste Hälfte haben wir geschafft. Dann werden wir das Ganze jetzt aber auch mal, wenn wir eh dabei sind. Oh, guck mal hier. Ich habe das Überwerfungsbauwerk sogar tatsächlich schon da. Soll aber eigentlich noch nicht verfügbar sein. Also, wir werden das jetzt am Anfang, also jetzt die nächste Zeit erstmal noch nicht benutzen. Dann geht es weiter mit ein bisschen Straße bauen wollten. So. Also wir werden die Fabrik mal hier versuchen anzuschließen. Dass wir dann da auch einen Straßenanschluss haben, auch hier unten an dem Bahnhofsteil hier unten. Dann nehmen wir ein bisschen Kurven hier und dann legen wir los und das Ganze mal hier an. Das sieht sogar alles ganz gut aus hier. So. Und dann haben wir das die erste Hälfte schon mal erledigt. Jetzt geht es um die Gleisverlegung. Wir fädeln uns hier drüben irgendwo mal aus. Da ist ein Signal, da können wir uns ruhig ausfädeln. Und dann werden wir von dort einfach mal versuchen, an unsere Steinfabrik ranzukommen. Das ist zu steil. Da mal ran und dann kommt hier der Bogen hin. Schauen wir mal, ob unsere Linie sich dort automatisch schon verlegt hat. Nein, das hat sie noch nicht. Wir haben hier aber auch mehr als eine Linie tatsächlich. Wir haben ja die Schlacke, die hier auch noch angeliefert wird. Wir gehen mal kurz auf den Bahnhof. Wir haben Flensburg Logistikzentrum, wir haben die Schlacke und wir haben das Gestein. ja, die Züge können eigentlich alle von der Seite hier aus einfahren, aber ich würde vielleicht nochmal ein zweites Gleis installieren. Mit der einfachen Begründung, dass wir dann die Züge, also zwei Züge gleichzeitig bedienen können. Sage ich jetzt mal vorsichtig. Das heißt, wir werden dort nochmal ein Gleis anschließen. Wir werden dann hier mit zwei Gleisen ausfahren. Und gucken, dass wir die hier wieder zusammenkriegen. Das passt doch. Dann müssen wir natürlich Signale installieren. Autosignaling machen wir mal aus. Wir bauen die Signale mal hier vorne hin. Und jetzt kommen wir zur Regelung unserer Linien, damit die Linien dann halt wirklich alle über die Schleife jetzt in den Bahnhof einfahren. Wenn wir das Ganze dann so managen. Haben sie alle keinen Weg mehr. Warum dieses? Ah ja. Nee, warte. Aber wir müssen die einmal drehen, ne? Den hier mal anhalten. Ah, jetzt, da müssen wir kurz mal hier den da zurücknehmen. Den mal zurücknehmen und dann müssen wir die Züge da mal kurz abfertigen. Ja, jetzt alle noch anstehen. Aber worauf wartest du jetzt hier?
Warnungen. So, jetzt fährt er doch an. Wunderbar. So, haben die Linien sich vielleicht sogar schon... Ja, oh ja, guck mal, es funktioniert. Hat sich schon automatisch umgestellt. Dann wollen wir die Linie mal kurz verändern. War, wollen wir in Rostock Baumaterialienfabrik, dass du beide Gleise im Notfall benutzen kannst. Das müssen wir natürlich für alle drei Linien machen. Da auch einmal. Und dann haben wir noch die letzte Linie. So, dann sollte das alles passen. Eine Linie. Machst du das jetzt nicht? Ja? Warum du nichts machen wollen? Wir wollen nicht den Bahnhof konfigurieren, wir wollen... Haben wir hier natürlich ein kleines Problem. Müssen wir gleich mal gucken, dass wir das gleich sortiert kriegen da. Also jetzt nochmal auf die Linien. Also diese Linie hier, die will noch nicht so, wie ich das möchte. Machst du jetzt bitte, was ich dir sage, oder? Keine Lust. Doof. Setz mal kurz Signale, um die Züge von der Strecke runterzuholen. Machen wir das mal kurz eben schnell. Nehmen wir mal 200 Meter wieder als Maßpunkt. Fangen wir mal hier an. Und dann reißen wir das Signal direkt mal ab. Das war nur, damit die 200 Meter eingehalten werden. Dann haben wir da ein paar Blöcke zur Verfügung. Nein. Nein. Ich will einfach das möglichst verhindern, dass wir hier zu viele Züge haben. Aber wo ist jetzt das Problem hier? So, jetzt fahr da ein, Kollege. So, welche Linie... Aber warum will die Linie jetzt da nicht mit drauf? Also, du bist die Schlacke. Achso, ich habe es verkehrt eingestellt. Haha, da ist die Baumaterialienfabrik. So, so rum. Jetzt haben wir alle drei Linien auf allen drei Bahnsteigen. Gut, dann lassen wir das mal kurz einen Moment laufen, bis wir das Problem hier behoben haben. Wir müssen nämlich hier die zwei Züge, die müssen auf jeden Fall auch noch in den Bahnhof einfahren. Und ein Einfahrsignal brauchen wir auch noch. Gerade hier hinsetzen. So, nein. So, und dann haben wir hier das erste Problem gelöst. Dann können wir uns gleich mal um unsere nächste Fabrik kümmern, die wir anschließen wollen. So, die Züge fahren. Sehr schön. So, ich habe auch mal an den Maschinen ein bisschen was getan. Ein paar Mods habe ich runtergeladen. Von meisten von euch sogar vorgeschlagen. Und dann gucken wir hier mal kurz in unser Fahrzeugdepot. Ihr seht hier ganz viele neue Lokomotiven, die wir haben. Und da möchte ich heute mal versuchen, drauf zurückzugreifen, weil wir da die eine oder andere Lokomotive haben, die ein bisschen schneller ist. Eigentlich wollte ich dieses englische Zeug gar nicht benutzen. Da haben wir, warte, die Enz Saxonia. Die hat schon 50 km/h. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Borsig mal kurz raussuchen. Hier, wo ist die Borsig? Borsig. Da ist die Borsig. Die hat 25 kN. Und die Saxonia, die hat 22. Also die Saxonia lohnt sich dann nicht als Ersatz. Weil die wenig Leistung hat. Also Leistung 90 kW. Wie viel hat die Saxonia? 40 kW. Also die Saxonia, die lohnt sich da schon mal nicht. Dann gucken wir mal bei der Württembergische. Da haben wir 200 kW, 90 km/h. Also die könnten wir durchaus hier benutzen. Und damit dann erstmal die Lokomotiven austauschen, die wir jetzt alle, aktuell alle im Einsatz haben, sodass wir dann auf höhere Geschwindigkeiten kommen. Kann ich den englischen Scheiß sogar eigentlich rausschmeißen? Es sind noch ein paar Wagen mit dazu gekommen, die waren dann im einen Mod mit drin, aber die werden im späteren Spielverlauf eh wieder verschwinden. Aber ich würde die Lokomotiven da auf... Aber das bringt mir halt nichts. Hier haben wir 200 kW, Borsig hat 90 kW. Das ist ja fast schon ein bisschen heftig hier. Dann gehen die Geschwindigkeiten hier auf einmal massiv nach oben. Aber das können wir nach und nach austauschen, ne? Die Lokomotiven sind ja in der Realität auch so gefahren. Also das können wir ruhig machen.
Und das erste, die ersten Linien, wo ich das machen würde, wäre alles, was oben bei unsere Baumaterialien, bei der Stahlfabrik hier oben anliefert. Geld haben wir dafür. Aber jetzt gucken wir erstmal, dass das hier unten läuft. Aber das sieht gut aus. Der hier steht jetzt natürlich noch einen Moment. Der fährt jetzt ein, der blockiert hier jetzt natürlich erstmal alles. Wir können den aber aktuell auch nicht umdrehen. Wir müssen den dann mal kurz anhalten. Dann kann der gleich reinfahren und dann können wir den wieder fahren lassen. Dann haben wir das erste Problem schon mal gelöst. Läuft die Zeit eigentlich so? Ach ja, klar. So, dann kann die Personenzuglinie hier oben auch wieder vernünftig rollen. Der dann da erstmal eingefahren ist. So, und dann werde ich mich mit den Lokomotiv-Mods jetzt auch tatsächlich nur noch auf deutsches Material erstmal beschränken, beziehungsweise nicht nur deutsches, sondern die ganzen Länder, die wir hier nachher auch verteilen wollen. Weil wir kommen dann ja, wenn wir in die zweite Epoche irgendwann kommen, dann kommen wir in den Bereich, wo wir wirklich mehr als genug Lokomotiven dann zur Auswahl haben. Jetzt kann ich den wieder fahren lassen. Und dann lüptert hier. Gut, wunderbar. Dann würde ich sagen, gehen wir mal oben an unsere Fabrik hier. Wir werden da jetzt anfangen, die Lokomotiven auszutauschen. Natürlich die Frage, ob wir dann vielleicht sogar gerade den Bahnhof nochmal ein bisschen größer machen. Dann müssten wir alle Bahnhöfe größer machen. Ich würde sagen, wir tauschen erstmal nur die Lokomotiven aus. Das heißt, wir gehen hier auf die Güterzuglinie, machen dort die Fahrzeuge und dann 8 Fahrzeuge haben wir insgesamt. Die wollen wir alle austauschen. Zwar wollen wir da die Württembergische oder nehmen wir die Württembergische? Warte, was ist denn da der Unterschied? Ach, die eine kann 90, die andere. Aber was ist da der Unterschied? Gibt es eigentlich gar keinen großen, ne? Also diese Saxonia, die ist aus. Also den Schrott da oben können wir auch rauslassen. Also ich glaube, wir sind mit der Württembergischen hier erstmal gut bedient. Ich würde aber die mit den 80 nehmen. Die ist nämlich auch günstiger in der Anschaffung. Noch einmal und dann kommen da natürlich noch die passenden Wagen hinten ran. Gucken wir mal. Wir haben hier nämlich auch noch neue Wagen dazu bekommen, die aber die Geschwindigkeiten gar nicht ausfahren können, die wir hier aktuell haben. Ach komm, oh, guck mal, hier kann ich sogar auswählen. Ich will eigentlich nichts Englisches hier haben, ne? Hier haben wir auch noch Bremswagen, das ist auch ganz lustig. Nehmen wir die Rungenwagen mit km/h. Geht da eigentlich nur, also wir wollen ja eigentlich nur die Zugkraft, hier erhöhen, damit wir den Berg besser hochkommen. Dann würde ich das Ganze mal auf 120 Meter aufpimpen. Und dann ersetzen wir die 11 Millionen, kostet der Spaß. Das Spiel natürlich überfordert. Weil er jetzt so viel austauschen muss. So, zack, bumm. Das war die erste Linie. Natürlich erstmal ganz viel Geld hier verflöten. wie viele Wagen habe ich da jetzt? Ah, immer noch 15. Also das passt von der Länge her, ist es sogar dasselbe. Ja, wunderbar. Dasselbe machen wir jetzt hier, aber mit den Lokomotiven auf unserer Kohlelinie natürlich auch nochmal. So. Einmal austauschen. Ich dachte, dann nehmen wir die günstige Variante. Wie gesagt, wir brauchen nur die Leistung. Von der Geschwindigkeit her ist es eh egal. Wo ist der jetzt? Achso, verkehrte Wagenrange. Sollte man natürlich nicht machen. Ich muss da Schüttgutwagen rankleben, sonst wird das nichts. So, also die hier. 113 Meter. So, 14 Millionen. Und dann ist unser Geld auch schon wieder weg. So, gucken wir mal. Da ist eine von den Saxonien. Von den
mit dem Bergischen. Und die fahren hier jetzt bequem den Berg hoch. Guck mal da. 45 wird immer noch langsamer, aber sie sind auf jeden Fall jetzt mal schneller den Berg hoch. Dadurch haben wir jetzt natürlich auch die Frequenz ein bisschen erhöht. Jetzt muss ich gerade mal bei den Rundwagen, die konnten 50 fahren, ne? Können wir hier nochmal nachschauen. Maximale Geschwindigkeit 50 km/h. Ja, wunderbar. Dann hat das doch schon mal funktioniert. Den Stahlzug, den würde ich weiterhin so fahren lassen, weil der fährt ja die Brücke nicht hoch. Aber das hat auf jeden Fall jetzt schon mal ein bisschen was gebracht. Jetzt können wir natürlich auch hingehen und können sagen, okay, wir haben ja unsere Personenzüge auch noch. Die könnten wir eigentlich auch austauschen. Und könnten die natürlich dann mit den Lokomotiven bespannen, weil die ja höhere Höchstgeschwindigkeiten haben. Und dadurch würden wir die Frequenz auf allen Linien auch nochmal erhöhen. Aber das würde ich jetzt erstmal außen vor lassen. Wir hatten hier noch rum. Da haben wir hier noch diesen Altbauschrott. Fahrzeug verwalten. Oh, da habe ich tatsächlich noch den Altbauschrott gefahren. Ist ja witzig, habe ich gar nicht drauf geachtet. Aber die wollen wir konfigurieren, die gewählten Fahrzeuge. Ja, die wollen wir eigentlich komplett ersetzen, ne? Beiden wollen wir ersetzen. Und zwar hängen wir dann da die Borsig vor. Und von den bayerischen Personenwagen dann jeweils 7 Stück. 2, 4, 6, 7. Zack, bumm. So, jetzt sind wir mal wieder richtig pleite. Aber das macht nichts. Wir verdienen Geld. Das ist ja das, was wir wollten. So, jetzt geht es darum, Potsdam anzuschließen. An unsere Linie. An unsere Linien. Da habe ich ja gesagt, dass wir hier in Berlin dann so einen kleinen S-Bahn-Verkehr so ein bisschen, einrichten wollen. Da müssen wir nur gucken, wie wir das sinnvoll hinkriegen. Also das Gebäude wird jetzt auf jeden Fall mal, denke ich mal, die Biege machen. Gucken wir mal, ob wir hier ein Gleis noch dazwischen kriegen. Ohne, dass wir unser Depot abreißen müssen. Geht. Wie gesagt, das Gebäude, das war absehbar, dass das jetzt dran glauben muss. Und da der Bahnübergang. Ja, da müssen wir nochmal ein bisschen umbauen. Wobei, nee, machen wir anders. Das Ding kommt weg. Dann bauen wir das Gleis dahin. Dann sollte das einigermaßen aussehen. Dann kommt hier ein zweites Gleis. Mal konfigurieren. Brauchen wir natürlich auch einen Bahnsteig auf der Seite. Und da haben wir jetzt keinen Platz mehr. Uiuiui. Hier ein bisschen umbauen. Das wird jetzt teuer, die Nummer. Da wird Berlin sauer. Das findet Berlin bestimmt nicht witzig, aber wir gucken mal, dass wir jetzt hier erstmal den Bahnsteig bauen. Ich meine, den Gebäudeteil müssen wir nachher eh abreißen, wenn wir im späteren Spielverlauf dann ja den Bahnhof erweitern wollen. Dann müssen wir das ja eh zurückbauen. Und jetzt müssen wir hier ein bisschen noch umbauen. Das mache ich aber mal offline, also im Pausenmodus, weil wir hier die Anschlüsse ein bisschen verändern müssen. Mal gucken, dass wir mit dem Geld überhaupt noch hinkommen. Wir haben nämlich jetzt gar nicht mehr. Einmal so. Einmal so. So, und dann fädeln wir hier die S-Bahn aus. Und ich würde sagen, nach Potsdam reicht auch erstmal nur eingleisig mit einer Überholung. Und dann setzen wir jetzt hier eben schnell die Signale wieder. Eine Weiche fehlt noch. Aber hier haben wir auch noch nicht angeschlossen. Da muss auch auf jeden Fall eine Weiche rein. Damit wir... Krümmung zu groß? Hier gleich mal Krümmung zu groß. So, einmal so. Und da will er nicht. Von hier das Ganze. Will er auch nicht. Oje, oje. Gehen wir es mal andersrum. Nee,
So rum. Genau. Erstmal die Weiche. Dann die andere Weiche. Mal gucken, ob das geht. Jawohl. Steigung zu groß. Hä? Steigung. Doof. Joje. Da, dann bauen wir ganz anders. Gut, also Gleise gerade raus. Einmal. Ja, willst du mich jetzt hier komplett fertig machen oder? Der Bahnübergang auch ein bisschen harmonischer aus, tatsächlich. Ah, jetzt haben wir noch geknackt. Wunderbar. Gut. Dann geht's hier oben ran. So. Einmal so, dann haben wir die Weichen da unten, die wir brauchen. Dann haben wir hier ein Problem. Voll machen wir hier. Ja, schon zusammen. So, jetzt sieht das doch vernünftig aus. So, jetzt fädeln wir nochmal aus. Was willst du jetzt von mir? Da müssen wir eine Doppelkreuzweiche reinbauen. Geht hier nicht, dieses Seil. Okay, dann mal wegmachen. Dann machen wir das ganz anders. Hier raus. Fahren wir hier rüber. So. Signale, damit unsere Züge weiterfahren können, während wir da hinten bauen. Dann können wir nämlich weiter Geld verdienen. Also erstmal hier zwei Ausfahrsignale. Eins und zwei. Einbahnverkehr ist das nicht. Das passt. Wunderbar. Dann brauchen wir hier ein Einfahrsignal. Und dann brauchen wir hier nochmal zwei Blöcke dazwischen. Eins. Weil, ich meine, viele Züge haben wir da aktuell eh nicht fahren. Das heißt, wir können hier ruhig ein bisschen großzügiger sein. Gut, dann können wir das Spiel wieder laufen lassen. Keine Fehler. Jetzt geht es daran, unseren Verkehr hier. Also ich würde die S-Bahn jetzt noch gar nicht bauen, sondern ich würde direkt nach Potsdam mal durchfahren und dann im späteren Spielverlauf da eine S-Bahn draus bauen. Wir müssen auf jeden Fall nach Potsdam kommen, damit wir da oben das Silber dann abtransportieren können. Das wollen wir ja in unsere Stahlfabrik dann bringen. Dann würde ich sagen, fangen wir mal an mit einem Bahnhof. Da werden wir einen Durchgangsbahnhof erstmal bauen. 80 Meter reichen. Den setzen wir da hin. Dann haben wir wieder eine Stadt angeschlossen. Das ist immer gut. Also jede Stadt, die wir anschließen, ist gut für unseren Personenverkehr, weil wir dadurch natürlich mehr Fahrgäste auf unsere Eisenbahn bringen. Hier bequem anschließen. Eingleisig reicht voll und ganz. Wir wollen dann nur einen Zug hin und her fahren lassen. Oder zwei Züge pendeln. Wir lassen zwei Züge pendeln. Zwischen Berlin und Potsdam. Mal kommen. Günstiger, das Ganze. Guck mal, wir haben schon wieder 4 Millionen auf dem Konto. Also über Geld müssen wir uns nicht so viele Gedanken machen. Hier müssen wir einmal rüber. Natürlich die perfekte Voraussetzung nachher für eine S-Bahn zu bauen, wenn wir so ein bisschen in der Stadt bleiben. So, bin ich hier auf der richtigen Seite? Ne, wir kommen. Guck mal, da machen wir direkt mal von Anfang an. Gehen wir mal hier ran. Also, wir machen hier eine Kurve rein.
Dann geidert hier rüber. Dann schließen wir das hier an. So, jetzt brauchen wir natürlich in Berlin dann auch ein eigenes Depot. Damit wir dann dort auch Züge auf die Potsdam-Linie einsetzen können. Da würde ich sagen, gucken wir mal. Also Depots habe ich noch keine runtergeladen. Da muss ich nochmal gucken, dass ich irgendwie mal noch ein paar Depot-Mods finde. Es geht ja momentan auch eher darum, das Spiel aufzubauen, als dass wir hier mit Mods bauen und so. Aber ich habe so ein bisschen was runtergeladen. Also ich habe unter anderem Mauern runtergeladen, die jetzt aber hier auch noch nicht zur Verfügung stehen, wenn ich das richtig sehe. Die müssten bei den Gleiskonstruktionen, glaube ich, eigentlich sein. Oder hier unten bei den Assets mit drinne. Ach, das sind Wagen-Assets. Das sind die Signale. Da kommen wir auch im späteren Spielverlauf noch dazu. Weiß gar nicht, gibt es Pfeiftafeln mit Funktion? Was haben wir denn hier? Stellwerk Döbeln haben wir. Da haben wir Gleisassets. Signal. Ah, guck mal, hier. Da. Die Dinger hier, die habe ich runtergeladen. Da können wir gleich mal ein bisschen noch mit rumbasteln. Ein bisschen Zeit haben wir gleich noch. Wenn ich hier die Linie jetzt dann in Betrieb nehme. Na, die bauen wir da ran. Und dann müssen wir irgendwo noch eine Ausweichstelle hinbauen. Dann gucken wir mal, dass wir so ziemlich die Mitte treffen. Das wäre an der Brücke. Unsere Mitte. Ja, dann bauen wir doch hier eine Anschlussstelle hin. Oder eine Ausweichstelle hin. Einmal. Zweimal. Zack. Brücke bleibt eingleisig. Und dann machen wir hier gerade auch nochmal eine hin. Einmal. Einmal und tschüss. Jeweils Signale noch dahinsetzen und dann können wir hier theoretisch bis zu 3 Züge jetzt losschicken. Da ein Signal, da ein Signal. Da eins hin und da eins hin. So, dann suchen wir uns mal eine Eisenbahn aus, die wir da fahren lassen wollen. Also wir bleiben möglichst bei dem Material, was wir auch nachher auf der Map brauchen. Also das englische Zeug habe ich eigentlich nur runtergeladen, weil ich dachte, dass wir nichts anderes zur Verfügung haben. Die württembergische 6, die passt ja wunderbar hier ins Konzept. Also, ich nehme mal hiervon einen. Nehmen wir davon mal direkt 2. Und dann würde ich den... Das ist auch englisches Zeugs. Ich bleibe bei dem europäischen Zeug. So, dann gehen wir da auch mal direkt auf die Maximalkapazität. Haben wir 2, 4, 6, 7. Was ist eigentlich da unten? Ja, genau. Die Geschwindigkeit ist hier dann auch schon relativ hoch. Bei der Gerät. Und dann kommst du eine neue Linie. Du wirst natürlich auch erstmal massives Minus machen. Aber das ist erstmal nicht wild. Geht ja nur darum, dass wir hier eine Eisenbahnverbindung haben. Auf der wir nachher die Güterzüge auch fahren lassen können. So, dann müssen wir hier den Bahnhof nochmal ein bisschen sortieren. Aber, oh ne, brauchen wir gar nicht sortieren. Das hat er automatisch schon gemacht, ne? Wir sehen hier, die Potsdamer Linie geht auf Gleis 1. Die andere Linie geht auf Gleis 2. Das passt soweit. Okay, dann haben wir hier eine neue Eisenbahnlinie. Wunderbar. Und dann werden wir uns mal kurz mit den Assets auseinandersetzen. Und zwar werden wir das Ganze mal hier als allererstes mal ausprobieren. Ob wir damit da ein bisschen was bauen können. Worauf wartest du denn eigentlich? Oh, da ist nur eingleisig. Was ist denn du überhaupt da? So, das sind die Baumaterialienzüge, ne? Oder müssen wir uns auch nochmal was einfallen lassen? Also in erster Linie geht es darum, dass wir diesen Schandfleck hier beseitigen. Und da gucken wir mal, ob wir das mit den Assets da hinkriegen. Also das sind normale Mauern, die haben nichts mit der Eisenbahn zu tun. Wir wollen ja theoretisch sowas hier haben. Bodenhöhe, Verschub, Position im Gleis, Gleisabstand. Oder können wir aber ordentlich mit basteln hier. Natürlich die Frage, wie wir das jetzt vernünftig dahin gebastelt kriegen. Die Bodenhöhe bleibt 10 Meter langer Sockel, den können wir auch noch sogar länger machen.
das heißt jetzt Verschub. Ja, Bodenhöhe ist klar. Position im Gleis und Gleisabstand. Minus. 1. 2, gucken wir mal. Oh ja, guck mal, das funktioniert. Wir probieren es jetzt nur mal aus, ne? Also ich nehme mal hier so eine Ziegelwand. Damit das auch ein bisschen noch in die Zeit passt. Minus 2. Also wenn wir das jetzt so bauen würden und auf der anderen Seite, dann auch nochmal. Dann müssen wir dann den Gleisabstand ein bisschen erhöhen. Also da müssen wir ein bisschen mit rumprobieren, ne? Mit dem schönen Bauen. Aber wir haben auf jeden Fall was Passendes da. Okay. Wunderbar. Also eine ergiebige Folge. Wir haben Baumaterialien umgebaut. Wir haben eine neue Stadt angeschlossen. Hier läuft es dann jetzt auch. Und dann, können wir uns in der nächsten Folge auf Silber konzentrieren, dass wir das Silber denn da hinten wegbekommen. Und da werden wir ein bisschen Geld, oder relativ viel Geld mit verdienen. Müssen wir hier nochmal gucken, dass wir diesen Bereich wirklich komplett dann jetzt schon zweigleisig ausbauen. Und dann gehen wir hier auf die Hauptbahn und fahren dann auf dieser Bahn hoch zu unserer Fabrik. Also das Spiel geht auf jeden Fall mal vorwärts. Also hier oben bei unserer Stahlfabrik, das funktioniert auch alles hier. Wunderbar. Guck mal hier. Da staut sich ja gar nichts mehr. Außer wenn die Personenzüge damit auf die Linie gehen. Also, ergiebige Folge würde ich sagen. Ich würde mal ein Thumbnail noch mit euch zusammen hier produzieren. Und zwar würde ich das von hier aus machen. Mit dem Städtchen und dann zack, bumm. Ganze mal ein bisschen größer. Dann auf 55 mm. Und dann hier auf dem Bahnhof. Dann würde ich sagen, dann so, dass man im Hintergrund so das andere Städtchen vielleicht ein bisschen sieht. Ich glaube, das könnte ein ganz schönes Thumbnail werden. So, und dann habe ich oben sogar Platz für einen Text drauf. Wunderbar. Da hast du es gespeichert. Ja, Dankeschön. Und dann verabschiede ich mich von euch für heute und hoffe, ihr seid in der nächsten Folge wieder mit dabei, wenn ihr Spaß gehabt habt. Däumchen nach oben. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann abonniert den Kanal doch gerne. Ich freue mich über jeden einzelnen von euch. Ihr dürft natürlich auch die Glocke aktivieren, dann verpasst ihr auch nichts mehr. Und Einladung auf den Discord. Der Link dazu in der Videobeschreibung. Und in dem Sinne euch jetzt noch einen schönen Tag und von mir natürlich wie immer ein gepflegtes Reingehauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.